So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und um was geht's diesmal? Richtig. Wir wollen wissen, wo ist der Knochenwanz? Wie ihr seht, ich bekomme ihn schon auf der Map angezeigt. Wie ihr das aber auch hinbekommt, erkläre ich euch jetzt in jedem Video. Also schön dranbleiben. So, wo müssen wir hin? Richtig. Wir müssen ins Sumpfland, in die Krypta rein. Wie ihr das Ganze findet, habe ich eben bereits ein Video hochgeladen. Einfach mal in der Playlist nachschauen. Wir gehen auch direkt mal rein in die Krypta. So, dann, wir waren aber schon hier drin, haben alles leer gemacht, aber natürlich will ich euch nicht vorenthalten, wie ihr auch ihr den Wegweiser findet. Zack, ob eure Krypta genauso aussieht, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, weil sie sehen, glaube ich, doch immer ein bisschen verschieden aus. Könnte sein, dass ihr sogar dieselbe habt. Und wie ihr seht, hier sind noch ein paar Kisten, aber die sind alle schon leer gelootet. Zack, zack, zack. Habe ich mich jetzt tatsächlich verlaufen? Nein. Ja, stimmt, hier müssen wir rein. Und zack, da ist die berühmte Tafel, die wir finden müssen. Einmal E und dann kriegt auch ihr angezeigt, wo der Knochenwanz sich versteckt. Weil die Tafel, wenn ich mir jetzt nicht ganz, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich glaube, ihr findet die Tafel auch nur in der Krypta und so bekommt ihr den nächsten Punkt angegeben. Weil ich glaube, so in der normalen Welt, ihr werdet ihn nicht finden. Außer ihr habt wirklich eine Menge Glück. Aber das bezweifle ich in dem Fall. Also einfach in die Krypta rein, die Tafel einmal anklicken, beziehungsweise einmal mit E registrieren. Dann kriegt ihr den Weg angezeigt, also den Ort angezeigt auf der Map. Und ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut rein.